Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Update-Video zu Farm Together 2. Ja, ich sage euch direkt schon mal im Voraus, ich werde jetzt so im Hintergrund ein bisschen was machen auf der Farm. Und ja, dabei könnt ihr dann natürlich, wenn ihr das Spiel noch nicht selber habt, auch ein bisschen herausfinden, wie schnell dann der Tank leer geht zum Beispiel oder was man alles anpflanzen kann, wie eure Umgebung aussieht. Wenn ihr das Ganze noch länger angucken wollt, könnt ihr natürlich auch mein Let's Play ansehen. Worüber ich aber eigentlich kurz mit euch reden möchte. Ich hatte ja in meinem letzten Video, was sich so geändert hat im Vergleich zum ersten Teil, bereits erwähnt, dass ich mich nochmal mit dem Entwickler in Verbindung setzen möchte, beziehungsweise halt eben neue, Fakten darüber rausfinden möchte, was wir jetzt eigentlich erwarten können vom Spiel. Und da habe ich auch ein paar Sachen gefunden. Da sind mir auch ein paar Bugs aufgefallen, über die ich euch auch informieren möchte. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere Bug eventuell schon beseitigt worden ist, aber es stand bei mir nicht drin, dass ein Update gekommen ist in der Zwischenzeit. Also gehe ich leider davon aus, dass der wohl noch drin ist. Deswegen das nur zur Info, dass ihr da aktuell ein bisschen drauf achten müsst. Ja, ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar habe ich gehört, dass der Regen, und das ist mir persönlich auch selber aufgefallen schon, dass der die Felder noch gar nicht bewässert. Klar, es ist ein Early Access Game und das ist auch alles kein Problem. Nur, dass ihr euch nicht wundert, weil normalerweise war es ja so, dass es zwar keinen starken Einfluss hatte, aber dass es zumindest so ein bisschen diese Anzeige unten links. Wenn ich das jetzt hier abernte, da könnt ihr es jetzt auch hier unten links unter der 18 sehen. Da ist jetzt überhaupt nicht bewässert. Und die wird halt wirklich gar nicht aufgefüllt, laut eigener Aussage. Und wie gesagt, also das ist mir persönlich auch schon aufgefallen. Ich war mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil man steht ja eigentlich weniger die ganze Zeit neben einem Feld und beobachtet, ob dann irgendwo die Anzeige wirklich hochgeht. Aber das ist jetzt auf jeden Fall bestätigt worden. Also wenn ihr das gleiche Problem habt, dann wundert euch bitte nicht. Das wird auf jeden Fall, ich denke mal, in den nächsten Tagen korrigiert werden. Wenn es, wie gesagt, nicht schon korrigiert worden ist gestern. Ich habe kein Update drinstehen gehabt, aber man weiß ja nicht, ob man dafür ein Update macht oder ob die Entwickler das eventuell auch so hochladen. Da kenne ich mich jetzt technisch nicht so mit aus. Es gibt ja spezielle Eigenschaften mit Spielen, wo man dann einfach ja, kein Update im Endeffekt drin hat, aber trotzdem das Ganze korrigiert wurde. Vielleicht kennt sich der ein oder andere von euch damit aus, technisch. Also ich kenne es nur so, dass man halt wirklich dann die Updates machen muss. Die muss man dann runterladen. Aber es gibt auch spezielle Dinge, zumindest bei Teso ist es so, was allerdings nicht die Steam-Version betrifft, weil die habe ich nicht. Ich habe die über 10 DM selber. Da braucht man kein Update zu machen und trotzdem sind da gewisse Sachen verbessert worden, sage ich jetzt mal, wenn es da irgendwo kleinere Fehler gegeben hat. Ja, das nächste, was mir jetzt aufgefallen ist, da wollte ich euch mal fragen, alle die, die jetzt selber das Spiel spielen, habt ihr das schon mal stehen gelassen? Ich sag jetzt mal, und seid dann essen gegangen oder so, seid jetzt, ich weiß nicht, länger als 15 Minuten vielleicht vom PC weg gewesen, dass ihr dann rausfliegt. Ich kenne das zum Beispiel vom ersten Teil nicht so. Wäre auch ziemlich blöd gewesen, weil man da ja dann auch noch mit den Arbeitern gearbeitet hat im ersten Teil und dann natürlich entsprechend auch die Farm lange online gelassen hat. Also sprich, wenn man daraus geflogen wäre, wäre das nicht so günstig gewesen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das ist mir persönlich aufgefallen. Ich habe es jetzt so im Internet nicht lesen können. Ich hatte auch keine Rückmeldung dazu bekommen, dass das irgendjemand aufgefallen ist. Aber bei mir ist es halt gewesen. Falls jemand weiß, woran es liegen könnte, also außer natürlich die Tatsache, ja, dass man halt den PC jetzt stehen lässt und sich nicht bewegt, sage ich jetzt mal, mit seinem Char. Also die sogenannte AFK-Aktion, sag ich mal. Wenn es aber an irgendwas anderem liegen könnte und irgendeiner eine Idee hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dass ich da mal nachgucken kann, weil es ist doch ziemlich nervig. Also sagen wir es mal so, es ist nicht schlimm, weil man loggt sich halt wieder ein und dann ist man wieder drin, wenn man zurückkommt, aber es ist ein bisschen blöd, wenn man dann ganz schnell nochmal was nachgucken will und dann denkt, ach, jetzt bist du schon wieder rausgeflogen. Ja, also wie gesagt, das ist auch kein Meckern oder so, es ist mir einfach nur aufgefallen und ich würde halt gerne wissen, ob es jetzt woanders dran liegt, also irgendwo an irgendwas, was mit meinem System vielleicht zu tun hat oder so, oder ob es daran liegt, dass es jetzt, ja,
einfach Early Access ist oder was weiß ich was. Oder ob es vielleicht so gewollt ist. Ich habe nirgendwo was mitbekommen, dass es gewollt ist, aber es kann natürlich auch sein. Deswegen, wenn ihr da mal irgendwas gehört habt vielleicht, darauf habe ich jetzt keine Antwort bekommen, dann schreibt es mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Ja, ich hatte ja auch erwähnt beim letzten Mal, dass wir beispielsweise keine Kühe haben. Also wenn ich hier mal so reingucke, wir haben ja nur Schweine und Hühner. Da sind jetzt noch welche dazugekommen, muss ich dazu sagen. Also die haben es auch noch ein bisschen mehr gemacht. Meine ich zumindest, dass da weniger drin waren. Vielleicht vertue ich mich da jetzt auch gerade. Ich meine, das war ungefähr bis hier. Aber wie gesagt, da kann ich mich jetzt auch gerade vertun. Auf jeden Fall sind immer noch keine Kühe und nichts dabei, die ja eigentlich zur Grundausstattung gehören. Genauso wie die Bienen ja, glaube ich. Ja, nee, die gehörten, glaube ich, nicht zur Grundausstattung, aber die waren, wenn ich mich richtig erinnere, auch relativ früh dabei im ersten Teil. Da hat der Entwickler jetzt selber ein Statement so abgegeben und hat gesagt, dass die Kühe auf jeden Fall noch hinzugefügt werden und so wie ich es verstanden habe, wohl auch weitere Tiere noch kommen werden. Weil aktuell ist das große Problem, wenn man in die Stadt geht, dass da teilweise nach Milch gefragt wird. Wir haben aber keine Kühe und keine Ziegen, wodurch wir Milch bekommen können. Und es wird nach Honig gefragt und wir haben nichts, was Honig produziert. Zumindest ist mir noch nichts bisher aufgefallen. Also ich bin jetzt kurz vor Level 30 mit der Farm, wie ihr sehen könnt. Und da habe ich jetzt auch ja gar nichts finden können, was Honig oder so betrifft. Und das war, meine ich, früher doch relativ früh schon im Spiel, wenn ich mich richtig erinnere, dass man Honig produzieren könnte, halt durch diese Bienenhäuschen, die man dann hinstellen konnte. Später war es ja viel schöner, da hat man ja diese Honigbäumchen gehabt. Ich kann natürlich nicht sehen, was wir jetzt eventuell an Bäumen kriegen können. Ob da irgendwo ein Honigbaum dabei ist, ich habe absolut keine Ahnung. Die sehen mir aber nicht so aus, weil die hier, das sind alles welche mit Früchten. Das sieht mir so nach Bambus oder so aus, keine Ahnung. Vielleicht kann man da auch irgendwie Zucker bekommen. Das sieht mir so nach Beeren aus. Ja, was, ein Kaktus. Wird auch kein Honig produzieren, behaupte ich jetzt mal einfach. Das hier könnten Erdbeeren sein übrigens. Das sind auch wieder so kleine Beeren, die da bald dranhängen. Also, wenn ihr da mehr wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich sehe jetzt so spontan mit den Schatten zumindest keine Bäume, die eventuell Honig noch bringen könnten über oder ab Level 30, sage ich jetzt mal. Deswegen, daran wird aber auf jeden Fall gearbeitet. Das hatte ich ja schon vermutet und gehofft in meinem letzten Video und ja, finde ich auch sehr gut, dass dann da nochmal extra ein Statement zugekommen ist, sodass wir auf jeden Fall jetzt Bescheid wissen, dass daran gearbeitet wird. Ist ja immer so eine Sache mit Early Access. Ich meine, eigentlich vom Anbieter bin ich es gewohnt, dass sie sich auch wirklich um solche Sachen kümmern. Kann schon mal ein bisschen länger dauern unter Umständen, aber sie kümmern sich normalerweise ja um sowas. Und ja, das wollte ich jetzt mal als positiv, sage ich mal, noch berichten zum Update. Dann ist noch eine Sache, das kann ich jetzt nicht so bestätigen, weil ich es nicht ausprobiert habe. Aber es hieß, dass die Pflanzen in unserer Abwesenheit, also wenn man das Ganze ausstellt, nicht weiter wachsen sollen. Wie gesagt, kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich weiß auch nicht, ob sich das nur darauf beschränkt, wenn wir nicht in dem Spiel drin sind oder ob es sich auch darauf bezieht, wenn wir nicht in der Farm drin sind. Also sprich, ob das auch so gemeint ist, dass man aus der Farm rausgeht und die dann nicht weiter wachsen, weil das wäre natürlich schon doof. Aber ich meine, wie gesagt, es ist eine Early Access Version. Da können solche Bugs natürlich passieren. Es wird auf jeden Fall dran gearbeitet. Es ist auch schon eingereicht worden, sage ich jetzt mal. Und die Devs wissen da Bescheid. Dementsprechend können wir uns da bestimmt bald drauf freuen, dass da auch entsprechend ja, was korrigiert wird. Dann kam wohl mal die Frage auf, ob es in diesem Spiel Beziehungen geben würde. Ist ein heikles Thema. Kann natürlich jeder so für sich selber entscheiden, ob er es mag oder ob er es nicht mag. Ich persönlich fände es jetzt, naja, nicht toll, ist falsch ausgedrückt. Ich fände es überflüssig, muss ich ganz ehrlich sagen, da jetzt Beziehungen einzubauen. Und sind wir mal ehrlich, das war im ersten Teil auch nicht. Ich brauche es jetzt im zweiten Teil definitiv auch nicht. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt.
ob ihr das gerne hättet, dass da irgendwelche Beziehungen sind. Aber ich gehe mal, also nee, ich gehe nicht davon aus, sondern ich persönlich brauche jetzt keine Beziehungsdramen in diesem Spiel. Und entsprechend, ja, ist mir das relativ egal, ehrlich gesagt. Da gibt es andere Sachen für, so wie Bahnfinder, glaube ich. Da kann man dann heiraten und so weiter. Und das ist okay, wenn man so ein komplexes Spiel hat mit einer komplexen Story und alles. Aber muss man das in so einem Farmspiel haben wie dem hier? Ich behaupte jetzt mal einfach, oder ich kann für mich, sage ich jetzt mal, antworten mit Nein. Ich brauche es definitiv nicht. Deswegen, ja. Und ihr seht schon, ich habe auch mein Klavier endlich mal bauen können. Das heißt, da können wir uns jetzt auch wieder neue Sachen mit aneignen und neue Sachen produzieren, mit denen wir dann auch arbeiten können. Achso, jetzt kann ich euch das nicht zeigen, weil ich jetzt gerade am Spielen war. Da gab es aber auch wieder einige Sachen, die man auswählen konnte. Und das sind dann diese Noten, die ich ja schon mal gesagt hatte. Unten diese zwei Noten, die blaue und diese Doppelnote, mit denen man dann auch letztendlich bezahlen muss, weil man jetzt irgendwas upgraden möchte oder ähnliches. Ja, und die, ich muss gerade mal überlegen, die letzte Sache, die ich noch kurz ansprechen wollte, sind die Häuser. Ich habe ja schon in meinem Video gesagt, dass ich davon ausgehe, dass noch mehr Häuser kommen und nicht nur dieses ein Häuschen hier. Und dem ist auch zugestimmt worden. War aber ein bisschen komisch. Also es hieß dann, dass das im Early Access stattfinden wird. Das Spiel ist jetzt seit 2 Tagen im Early Access. Und wir haben halt nur dieses eine Haus. Ich meine, ich kann jetzt auch zur Sicherheit noch mal kurz drauf gucken, ob sich da was geändert hat. Nein, es hat sich nichts geändert, wie man sieht. Und man kann halt auch nur eins besitzen, steht ja auch unten drin, was halt gleich aussieht. Aber gleichzeitig wurde auch gesagt, dass das mit den DLCs kommt. Und da wir noch keine DLCs, also da wir den Early Access Status schon haben, aber noch keine DLCs im Moment angeboten werden, gehe ich mal davon aus, dass es so ist wie im ersten Teil und dass wir dann entsprechend, sobald die DLCs draußen sind, auch neue Häuser bekommen. Hoffe ich, dass das schnell passiert. Toller Satzbau. Weil das natürlich dann auch fördern würde, dass wir auch wieder ein bisschen Edelsteine farmen können. Und das wäre mir persönlich ehrlich gesagt sehr, sehr wichtig. Weil man natürlich auch die Edelsteine braucht, um einiges zu bauen, teilweise zu verbessern und so weiter. Und das ist halt schon was essentiell Wichtiges geworden. Und da man die jetzt nicht mehr so schön farmen kann wie mit dem anderen, ist es jetzt, also wie mit dem ersten Teil, ist es jetzt natürlich umso wichtiger, dass wir jeden kleinen Scheiß in Anführungszeichen wirklich nutzen können, um Diamanten zu erhalten. Ja, ihr seht auch, ich habe es jetzt geschafft. Ich bin jetzt auch auf Level 30 nebenbei bekommen. Das heißt, ihr könnt euch auch freuen, dass morgen noch ein Video dazu rauskommen wird, wie man dieses Terraforming benutzt. Und ja, alles, worüber ich mit euch sprechen wollte, was ich jetzt so aktuell noch gehört habe, was auf jeden Fall bestätigt wurde, das war mir jetzt persönlich sehr wichtig, weil ich kann natürlich viele Mutmaßungen aufstellen, dass das wahrscheinlich mit den DLCs kommt. Und ja, also man hat halt die Erfahrung oder ich habe halt die Erfahrung vom ersten Teil, dass gewisse Dinge halt mit den DLCs reingekommen sind und erweitert worden sind und so weiter. Aber man weiß natürlich nicht, wenn man nicht zum Team gehört, machen sie es jetzt wieder genauso. Wann wird das Ganze kommen und so weiter und so fort. Deswegen war es mir jetzt wichtig, nochmal ein kleines Update zu machen. Und wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das auch schon erlebt habt mit dem Rausfliegen oder ob ihr das noch gar nicht hattet, weil ihr immer am PC gesessen habt. Das kann natürlich auch sein. Und ob euch das auch aufgefallen ist mit dem Regenbug. Also, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, aber ich habe es ja nicht weiter beachtet, ehrlich gesagt, weil ne, Early Access und so weiter. Selbst ohne Early Access waren ja schon einige Bugs im ersten Teil drin. Und ja, das wurde dann halt gemeldet. Irgendwann wurde es dann korrigiert und dann lief das Spiel auch wieder flüssig. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.